Herzliches Willkommen zurück hier in den tiefen Weiten des Weltraums, hier an Bord eines Alcash-Bombers, der teilweise ein bisschen zerlegt wurde von mir, beziehungsweise geschrottet wurde. Ich habe mir die Mühe gemacht, das Ganze so weit zu reparieren, dass wir das nutzen können, was wir brauchen. Und dabei ist mir aufgefallen, wir haben nicht nur zwei Assembler, die wir hier erobert haben. Wenn wir hier mal reinschauen, achso, Display, sieh an, ha, die Raffinerie haben wir noch gar nicht. Okay, das sind nämlich zwei Raffinerien, sprich hier haben wir noch mehr Materialien. Hier hätten wir den Assembler, wenn wir jetzt hier mal reinschauen, ich habe einen Small Cargo Container gefunden und wenn wir jetzt ins Kontrollfeld schauen, nur mal Cargo eingeben. Wir haben hier 18 Cargo-Container, von denen 17 noch gesperrt sind. Sprich, wir haben hier eine riesen Ausbeute. Was ich jetzt aber machen möchte, erstmal hier vielleicht ein bisschen Material loswerden. Ich bin nämlich ziemlich voll im Inventar. Das ist alles hier noch ganz schön verbuggt. Okay. So, unser Plan war ja, das Schiff komplett auseinanderzunehmen, beziehungsweise alle Ressourcen aufzunehmen. Oh, da wäre sogar schon das nächste Alcash, das wir erobern könnten. Und mit diesem ganzen System könnten wir theoretisch alles an Materialien bekommen, ohne den Bohrer zu benutzen. Des Weiteren habe ich ein bisschen mal rumexperimentiert mit der Fernsteuerung, denn die Fernsteuerung, wir haben zwar hier keine Fernsteuerung, aber wir haben eine Fernsteuerung in unserem Bauschiff, haben wir ja beim letzten Mal etwas Neues entdeckt, das für mich fremd war. Englisch? Nee. Hatte das Bauschiff keine Remote-Con? Wo haben wir es dann gefunden? Ah, beim Jäger, glaube ich. Remote? Jawohl, Remote-Control. Denn wir haben ja hier diesen Autopiloten. Mit dem werden wir uns gleich auch noch ein bisschen beschäftigen. Ich habe ihn ein bisschen ausprobiert. Er ist, ich sag mal, ziemlich... also das ganze Zeug wird über die GPS-Daten hier gesteuert. Und ihr müsst das ziemlich kleinlich und ziemlich genau einstellen, dass da überhaupt das so funktioniert, wie ihr wollt. Ich sag mal so, Patrouillenflüge ist jetzt nicht das Problem, aber wenn ihr zum Beispiel mit diesem Schiff da hinten am Bohren seid und ihr wollt zum Beispiel, dass das Schiff automatisch hierher fliegt, hier andockt, ich hab's probiert, ich hab's mit verschiedenen Methoden probiert, ich hab's sogar so hinbekommen, dass er rückwärts hier ranfliegt. Aber es war dann immer die Genauigkeit das Problem, dass dann der Verbinder vom Schiff einen Tick zu weit links, rechts, oben oder unten war und es mir so nicht möglich war, dass das Schiff automatisch andockt. Das ist eine ziemlich, ja, tricky Sache. Ich hoffe, die bringen das noch ein bisschen einfacher rein und nicht ganz so über diese GPS. Also man könnte es ein bisschen anders lösen, finde ich. Es reicht schon, wenn man irgendwie von den Entwicklern ein Skript bekommt. Mal eben hier reingucken. Na okay, hier ist kaum was drin. Ein Skript zum Beispiel bekommt, indem man der Remote Control sagt, fliege zu diesem Wegpunkt und suche im Umkreis von, sagen wir mal, 10, 20 Metern einen Verbinder heraus, docke da mit deinem Verbinder an. Würde man so das irgendwie reinkriegen ins Spiel, dann wäre das auf jeden Fall einfacher, als das Ganze nur über GPS-Daten zu machen. Aber gut, das ist alles hier. Ich möchte nicht zu viel meckern. Wie gesagt, es ist eine Alpha. Es wird noch sehr lange eine Alpha sein. Wir haben erst jetzt gesehen, das neueste Update, beziehungsweise das neueste Video-Update hat schon eine Vorschau gebracht, zwecks den Planeten. Meiner Meinung nach sah es sehr, sehr cool aus. Ich bin sehr gespannt, wann es ins Spiel überhaupt eingefügt wird. Und inwiefern dann zum Beispiel auch die ganzen Animationen aussehen, Zweck des Landens auf Planeten etc. Es sah auf jeden Fall, gerade der Planet mit den vielen, vielen Bäumen, und das sah ziemlich, ziemlich cool aus. So, ich möchte jetzt mal hier das Ding hier irgendwie versuchen hier anzudocken. Wenn das überhaupt lang genug ist. Oh, es ist halt hier ganz schön träge. Also gesehen, das Design ist gar nicht mal so schlecht. Die Bomben für mit Raketen hier unten dran. Also das geht schon ganz gut ab. Also wenn mal Planeten da sind, ich hätte Angst vor diesem Schiff.
Das wäre nämlich auch noch die nächste Frage, wenn es dann Planetenoberflächen gibt, gibt es dann eventuell sogar richtige Bomben? Ich meine, das hier wird jetzt alles hier simuliert mit Raketen. Aber das wäre halt auch eine geile Sache. Dann könnte man wirklich richtige Bomber machen. So, das ist gar nicht so einfach, das Ding anzudocken. Sind wir vom Winkel? Ah, vom Winkel passt eigentlich fast. Noch ein bisschen hier hin. Bisschen höher. Bisschen vor. Jetzt eigentlich nur noch hoch. Ich hoffe, ich muss die einzelnen Rohre nicht erobern, weil sie nicht mir gehören, aber ich glaube, so, ich hoffe es nicht. So, er reagiert nicht, das heißt, wir sind noch in irgendeinem Winkel nicht. Ah, okay. Wir müssen in die Richtung noch ein bisschen. Na? Jawohl! Wir drücken P und schauen mal. Den Assembler zieht er nicht raus. Kann ich es manuell rausziehen in Verbinderrichtung? Verbinder? Verbinder? Nein, geht nicht. Das heißt, wir haben hier eventuell entweder noch einen Schaden oder es liegt wirklich daran, dass diese Scheißrohre hier nicht uns gehören. Das fände ich dann ziemlich schwachsinnig. Oder halt, weil eventuell noch Container dazwischen sind. Wir brauchen das Schiff eh nicht mehr, also fangen wir mal an, hier aufzuschweißen. Und vielleicht sollte ich damit anfangen, mein Inventar zu leeren, dass ich mehr Platz habe zum Schweißen. Beziehungsweise zum Flexen eher. So, raus, raus. Oh, wir haben ganz schön viel Metallabfall. Müssen wir uns merken. Denn den können wir umwandeln in Eisen. So, mal gucken, wo das Problem liegt. Da war eigentlich nur ein Rohr beschädigt. Beziehungsweise, was heißt beschädigt? So, wo sind wir denn hier jetzt? Oh, die Schwerkraft, die ist ja geil hier. Ach, sieh an, ein nächster Container. Ah, ne, Quatsch, das ist ein Förderband. Egal, ich übernehme es mal. So, die Rohrleitung geht hier runter. Und ist jetzt hier dahinter. Geht direkt auf diesen Generator. Dann können wir jetzt mal testen, wenn ich hier das hier zum Verbinder schieben kann, liegt es nicht an den Rohren hier. Vielleicht nicht mit allem, sonst haben wir hier gleich ein ganz großes Problem. Also das geht. Das ist kein Problem. Das heißt, wir haben irgendwo noch ein paar andere Probleme. Ist das nicht verbunden? Haben die Konstruktionsfehler? Kann natürlich auch sein. Weiß ich ja nicht. Theoretisch müsste das hier verbunden sein. Das kann natürlich auch daran liegen, dass der kleine Frachtcontainer, der hier drin ist, nicht uns gehört. Der gehört uns. Ach du Scheiße, wie viele Container sind das hier? Nochmal reingucken. Oh, leer. Schade. Der andere ist auch leer. Sehr ärgerlich. Ah, die Verbindung zu den Raketenwerfern. Das sind hier die Bomben. Also die Art Bomben. Ich schweiß uns hier mal durch. Ups, da waren sogar noch Raketen drin. Naja, Verluste sind immer da. Solange die Scheiße nicht explodiert. So, wir sind voll. Das Gute ist, wir haben hier Container. Können wir eigentlich alles hier reinklappen? Oh, und siehe da. Die Container werden auf jeden Fall schon mal abtransportiert, die Sachen. Das ist sehr gut. Jetzt ist die Frage, warum haben wir keine Verbindung zwischen Verbinder und den Raffinerien? Dann schauen wir uns mal den Weg an. Hier wäre jetzt die Raffinerie, die ist, beziehungsweise, da, doch Raffinerie, die geht hier hoch, geht hier rein. Das Ganze geht hier rüber in den Assembler und vom Assembler eigentlich hier in den Container. Vielleicht müssen wir den Lichtbogenofen noch reparieren, das kann natürlich auch sein. So, mal schauen. Können wir jetzt das Ganze in den Verbinder schieben? Ja, wunderbar. Blöd ist, wir müssen das jetzt alles ein bisschen manuell. Oh, cool, der
Lichtbogenofen hat sogar noch Kobalterz, das jetzt hier verarbeitet wird. Und gleichzeitig, zack, wird es wieder schön abtransportiert. Sehr geil. Wir können das ganze Zeug hier mal reinlegen, in einen Small Container. Das kommt jetzt alles auf die Basis. Ist, naja, ein bisschen was. Nicht allzu viel, aber ich möchte nicht meckern. Und somit haben wir hier ebenfalls noch einen Lichtbogenofen. Der funktioniert jetzt auch wieder. Jetzt arbeitet hier alles. Was haben wir denn da drin? Das war der Einser. Ah, auch Kobalt. Sehr coole Sache. Aber es wird nicht abtransportiert. Das wird wahrscheinlich an dem Frachtcontainer sein, der hier ist. Den haben wir, glaube ich, noch nicht erobert. Mal schauen. 1, 2. Jawohl. Ist ebenfalls übernommen. Die Raffinerie ist leer. Können wir das, wenn wir das hier reinschieben? Sehr gut. Wir müssen es also nur in die Raffinerie reinschieben und schon wird das Ganze in unsere Basis transportiert. Ihr seht, das ist wirklich nicht viel. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir das Schiff komplett dann zerlegt haben, haben wir einiges an Materialien gewonnen. Und das ist auch extrem wichtig für unsere weitaus größeren Projekte als dieses kleine Popelschiff hier. Denn wir möchten ja auch noch ein etwas größeres Schiff haben, in dem wir uns ebenfalls bewegen können, so wie in diesem hier. Bloß ist ein bisschen, ich sag mal, größer. Die Antigravitation möchte ich ebenfalls mal kurz übernehmen. Denn mich nervt das, dass das bis in die Basis geht. Wir möchten ja mal hier mal ein bisschen runterstellen. Huch. Gehen wir mal auf die Hälfte runter. Oh, hoppla. So meine ich das nicht. So, wir haben hier noch Gor'uld Alkesh. Ach, das sind die Antennen. Ja, okay. Noch eine Antenne? Ach nee, das ist, sorry, das ist jetzt die Basis. Wir sind ja verbunden. Was hätten wir denn noch da? Wir haben einige Gyroskope, die können wir einfach so abbauen. Das ist kein Problem. Wir haben aber noch jede Menge Container, die wir nicht gefunden haben. Aber ich würde sagen, die suche ich mal selber. Ich könnte mir vorstellen, was haben wir hier? Das sind nur Förderbänder, dass die vielleicht hier irgendwie darunter versteckt sind. Das ist der Sauerstoffgenerator. Vielleicht gibt es auch noch ein Unterdeck. Ich weiß es nicht wirklich. Oder aber, wo waren jetzt der Bereich? Ja, hier. Ah ja gut, wir sehen ja hier schon, hier. Hier und wahrscheinlich, wir können jetzt dahinter gucken. Ja, da kommen die nächsten gleich. Das heißt, hier ist eine ganze Reihe von Containern dahinter. Leider. Oh, nett. Geht nicht, weil wir jetzt hier die Verbindung getrennt haben. Aber wir können die Waffe rausnehmen. Und rein theoretisch, wenn ich das hier rein tue, zack. Ab ins Waffenlager. Beziehungsweise, ja gut, Waffenlager haben wir noch gar nicht. Zugriff verweigert, ist logisch. Okay. Das sollte erstmal reichen, was das Schiff angeht. Den Rest werde ich dann im Offline machen. Sprich, ich werde das komplett mal noch durchsuchen, alle Container öffnen. Ich befürchte aber, dass die Container alle leer sind. Ansonsten, es wird mal Zeit für ein Demontierschiff, glaube ich. Weil in der Größe das von Hand abzuschweißen, oh mein Gott. Nee, da habe ich keinen Bedarf. Ich werde das Schiff exakt gleich bauen wie unser Bauschiff. Ich hätte theoretisch sogar... Lass mal schauen. Hier ist die Bauschiff MK2, ist einfach nur mit zwei Schweißern, also links und rechts mehr dran. Und hier wird das Demontierschiff. Ich werde es auf die gleiche Art bauen wie dieses Schiff. Beziehungsweise werde ich es holen wie dieses. Projektor hinsetzen und zack, fertig. Und dann beschäftigen wir uns jetzt mal mit den GPS-Sachen, beziehungsweise mit der Fernsteuerung. Wir haben ja ein Schiff da, das können wir nutzen als Fernsteuerung. Und es ist eigentlich relativ simpel. Ich zeige es euch mal anhand von mehreren Beispielen. Ich bin da jetzt noch nicht ganz so bewandert, aber mal gucken, ob wir es alles hinkriegen, so wie ich mir das denke. Haben wir denn noch genug Energie, bevor ich hier... Ja, okay, das passt noch von der Energie, alles klar. So, wir machen mal hier einfach einen Doskios 1. So, wir sehen ihn hier. Der ist jetzt hier weiter oben in der Basis. Dann werden wir einfach nochmal hier einen hinsetzen. Den sogenannten Doskios 2. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass das Schiff landet, aber ich glaube nicht.
So, machen wir hier den Dreier hin. Ihr seht, eine kleine Rundung. Dann bringen wir hier einfach mal den Vierer hin. Und vom Vierer versuchen wir jetzt mal das Schiff hier irgendwie gelandet zu kriegen. Das heißt, ich versuche es mal auf die Art. Das wäre jetzt meine Idee. Ich bringe erst ein Signal über die Plattform. Und dann bringe ich ein Signal auf die Plattform, wobei ich jetzt Pech haben kann und das Signal ist immer noch zu hoch oder eventuell sogar zu niedrig. Oh Gott, die Schwerkraft. Doskia 6 wäre hier. Ja, ist okay. Das Bauschiff sollten wir vielleicht woanders hinbringen. Das könnte im Weg sein. So, bringen wir es mal hier hin. Und das Erste, was wir machen werden, ist einfach nur die Koordinaten eingeben und alles danach abklappern. Wir schauen uns das an, wie es aussieht. Und dann gucken wir mal, wie wir das ändern können. Erstmal mit Hilfe von Befehlen, was die Koordinaten angeht. So, dazu gehen wir einfach in die Remote Control Steuerung bzw. die Fernsteuerung auf Deutsch. Leider wird das immer noch ab und zu umgestellt. Ihr seht auch hier Small Reactor statt kleiner Reaktor. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. So, und wir fangen einfach an. Wir sagen hier DOSKIAS 1 neu, DOSKIAS 2 neu, DOSKIAS 3 neu und so weiter. Das Ganze bis zum letzten natürlich. So, er klappert nun von hier nach dort. Patrouille machen wir nicht, sonst würde er von 1 wieder nach 6 fliegen. Das wollen wir ja nicht. Wir machen den Einweg. Kreis ist, glaube ich, ebenfalls so ähnlich wie Patrouille. Würde ich jetzt hier Kreis machen, dann würde er auch hier immer von 1 bis 6 fliegen und von 6 dann wieder zurückfliegen. Also wieder bei 1 anfangen. Patrouille ist, denke ich mal, eher dafür da, wenn man 1 und 2 hat. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, der Unterschied zwischen Patrouille und Kreis, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht getestet. Uns geht es jetzt erstmal um den Einweg. Wir sagen vorwärts. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es so sein wird, das Schiff wird, ich gehe mal ein bisschen höher. Eben, ich steige nochmal aus, wegen Demonstrationszwecken. Das Schiff wird jetzt, wo ist denn DOSKIAS 1? Gar nicht so einfach. Wird hierhin fliegen, dann ganz normal hierhin fliegen, das alles im Vorwärtsmodus. Und wird dann von 5 auf 6 in einem geraden Winkel hier runtergehen und dann halt, wenn wir Pech haben, gegen die Plattform krachen. Wenn wir ganz viel Pech haben, Sachen kaputt machen. Das Gute ist, der ist nicht ganz so weit oben. Ich werde vielleicht auch jetzt schon den ersten. Ne, wir werden noch keine Befehle nutzen. Das Einzige, was ich tun werde, ist, ich werde auf jeden Fall hier drin sitzen bleiben. Und dann den Autopiloten hier reinsetzen, dass ich jederzeit im Notfall die Bremse aktivieren kann. Und wir schauen jetzt mal, was passiert. Beziehungsweise, bevor wir schauen, gucke ich nochmal eben. Das hier sollte aus sein, sonst versucht er nämlich exakt den Wegpunkt zu kriegen. Und dann korrigiert er tausendmal. Das ist, naja, nicht sehr toll. Okay, wir starten. Wir gehen mal auf Autopilot an. Und ihr seht, er peilt jetzt DOSKIAS 1 an mit, ich glaube, der normalen Geschwindigkeit, was das Schiff kann. Bremst ab. Also er geht erst auf 0 zurück. Peilt den nächsten an. Das finde ich zum Beispiel, also da müsste man, wenn man jetzt so eine richtige Flugbahn haben möchte, wo er wirklich dauerhaft auf Gas gibt, dann muss man wirklich mit Hunderten von Wegpunkten schaffen, die dann mehrere Meter hintereinander sind, dass der einfach immer wirklich in den richtigen Winkel fliegt und nie abbremst. Ihr seht, das ist dann schon hier. Er kommt an, bremst sofort, anstatt geradeaus weiterzufliegen und dort in die Kurve zu gehen. Nein, er bleibt stehen, er dreht Richtung Koordinate und gibt dann Gas. Das ist, ja, leider auch noch nicht ganz so optimiert in meinen Augen, aber mal schauen, wie das Ganze dann später aussehen wird in, wer weiß, wie lange es dauert, bis da noch mehr gepatcht wird. Aber da sie ja jetzt eher auf die Planeten drauf gehen, ich denke ich mal, wird Autopilot erstmal, naja, nicht sehr interessant für den Entwickler sein, befürchte ich. So, und ich gehe mal mit dem Finger auf die 7, denn ich habe Angst, dass er jetzt drauf kracht. Ja, das war leider ein bisschen zu spät. Wir haben jetzt wahrscheinlich ein bisschen Bewaffnung verloren. Gehe ich davon aus. Boah, aber wir können die Munitionskisten Gott sei Dank noch retten. Irgendwie. Jawohl, eins, zwei. Ich hoffe, da ist nicht mehr kaputt gegangen. Aber ja, in der Wissenschaft geht so einiges kaputt. Das muss man in Kauf nehmen.
Ist jetzt nicht so tragisch. Solange das ganze Schiff noch da ist und nicht in zwei Teile ist, das wäre nämlich noch ein bisschen beschissener. So, ist das repariert? Alter, diese Schwerkraft macht mich irre. So. Haben sogar nur drei Geschütze vergessen. Nicht vergessen. Verloren. Alles kein Problem. Das Einzige, was mich jetzt ärgert, ist, dass es in der Beschreibung fehlt. Stimmt, das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Naja. Kann man noch ändern. Was brauchen wir denn alles? Wir bräuchten... Ach, schön, dass es nicht angezeigt wird, weil kein kleines Schiff in der Nähe ist. Wir brauchen Motoren, Stahlrohre, Metallgerüst, Herstellungskomponenten und Stahlplatten. Mal gucken, ob ich mir alles merken kann. Motoren, Metallgerüst, Stahlplatten, Stahlrohre klein. Oh, natürlich habe ich Facebook angelassen, ich Vollidiot. Und ich glaube Herstellungskomponenten. Ich hoffe... Das war alles. Wir drehen das mal. So ist, glaube ich, das eine MG. Nee, auch nicht. Ah, so. Wir müssen sie auch so hinlegen wegen den Rohren. Ich hoffe, die inneren Verbindungsrohre sind nicht kaputt gegangen. So, einmal hier hin. Jetzt muss ich mal schauen. Oh. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nämlich nicht genau, wie tief. Oh, ist es beschädigt da drin? Ah, ein bisschen. Ja, ein bisschen hat es Schaden genommen. Ein bisschen ist gut. Ich weiß nicht wirklich, ob wir da jetzt, wieso dreht denn der das schon wieder? Ob wir da überhaupt eine Verbindung hinkriegen? Also ich weiß jetzt nicht, ob das Förderband dahinter überhaupt funktioniert. Habe ich keine Computer mitgenommen? Verdammt. Was braucht auch eine Gatling-Computer, ganz ehrlich? Fracht, 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 Fracht. Ich weiß, ihr wollt mehr vom GPS sehen, also davon gehe ich hoffentlich aus. Aber ich möchte doch gerne eine kleine Reparatur... Oh ja, da ist noch mehr kaputt. Ich möchte wenigstens die Gatlings wieder dran haben. So. Dann versuchen wir mal, das eben nachzuladen. Gatling-Kanone. Das müssten die sein. Ja. Oh no. Okay, und die andere? Okay. Da ist mehr kaputt. Das ganze Ding muss repariert werden. Ach du Scheiße. Also irgendwie fehlen jetzt hier die Verbindungsrohre. Hm. Theoretisch müsste ich eigentlich von unten rankommen. Da müsste es doch rot sein. Ah, hier hört es auf mit rot sein. Hier fehlt auch irgendwas, oder? Ich glaube hier, ja, die Kamera fehlt auch noch. Tja, das passiert, wenn man experimentiert. Das ist blöd. Okay, aber wie hätten wir das Problem jetzt verhindern können? Wir können es probieren. Ich versuche diesmal noch besser aufzupassen. Wir gehen auf Remote Control und gucken uns mal. Das ist der letzte Wegpunkt. Wir gehen mal auf Setup Action. Und dann könnten wir theoretisch wieder auf die Remote gehen. Und mal versuchen. Er kommt ja von oben. Was würde also passieren, wenn wir einfach sagen, abwärts fliegen? Probieren wir es aus. Wir starten den Autopilot wieder. Oh, nein, 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 nein. Puh, zum Glück ist mir das aufgefallen. Wir müssen dafür natürlich... wir sehen es nämlich... Nee, wir sehen es nicht. Das ist schön, wenn man es nicht sieht. Hier müssen wir wieder auf Reset-Wegpunkt machen. Sonst fliegt er jetzt wieder auf den Sechser zu. Okay, er müsste jetzt wieder das Gears 1 ansteuern. Ja, das funktioniert auch soweit. Sehr schön. Mal gucken, ob das unser Problem einigermaßen... Also ich möchte das Problem nicht lösen. Ich möchte nur euch verschiedene Optionen des Autopiloten demonstrieren. Wir werden auch gleich nochmal kurz den Patrouillenmodus anschauen. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass bei Patrouille vielleicht die Einstellung gilt von wegen ab diesem Wegpunkt, zum Beispiel Wegpunkt 1, Patrouille, um diesen Wegpunkt patrouillieren. Kann natürlich auch sein, ich weiß nicht, ob das so weit geht. Dann würde wenigstens der Unterschied zwischen Patrouille und Kreis Sinn machen, weil Kreis dann immer im Kreis fliegen, von Wegpunkt zu Wegpunkt, und Patrouille im Umkreis dieses Wegpunkts Patrouille fliegen. Wir werden es sehen. So, ich bin bereit.
Der fliegt jetzt auf 5 zu. Er zielt jetzt auf 6. Aber er dreht nicht so ein, wie wir es gedacht haben. Das funktioniert also nicht. Er ignoriert diesen Befehl komplett. Das ist sehr interessant. Warum? Drin ist er. Setup-Aktion. Abwärts. Also was ich mir vorgestellt hätte, ist, er war ja bei dem Wegpunkt hier mit Doskias 5 ungefähr in dieser Position. Ich habe mir gewünscht, dass er eigentlich diesen Move macht. Dass er einfach jetzt hier abwärts geht. Ihr seht, das funktioniert anscheinend wohl nicht. Die Frage, warum? Ich kann es euch nicht beantworten, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne mich mit diesem System zu wenig aus. Ich weiß nur, dass ich hier diese Befehle hier halt alle ändern kann. Ich könnte natürlich auch bei den Wegpunkten andere Befehle aktivieren, wie Gatling soll schießen, Licht aus, Antriebe aus, etc. Also ihr könnt eigentlich hier alles bewegen. Ihr seht auch hier Trägheitsdämpfer aus, an, Handbremse an, aus. Es geht alles. Die Frage ist nur, ob es auch wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt. In meiner Vorstellung, wie gerade eben, funktioniert es anscheinend nicht. Wir entfernen das Ganze mal, nehmen diesen Wegpunkt und sagen Patrouille, um mal zu schauen, was genau passiert, wenn wir Patrouille auswählen. Okay, er sucht sich Wegpunkt 1, er fliegt hin und er bleibt stehen, also patrouilliert er nicht um diesen Wegpunkt. Dann sagen wir einfach, wir fügen einen zweiten Wegpunkt hinzu. Wir nehmen mal die 3. 1 und 3 müsste weit genug weg sein. Und schauen wieder, was passiert. Autopilot ist aktiviert. Er peilt die 3 an. So, mal wieder Facebook. Es tut mir leid. Er peilt die 3 an. Bleibt stehen. Er dreht um. Und sollte jetzt die 2, die 1 wieder anfallen. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, was ist der Unterschied zwischen Patrouille und Kreis? Denn ich befürchte, wenn ich jetzt, wir können ja nochmal gucken, ja, er tut's wieder. Wir bleiben mal stehen und stellen das auf Kreis um, denn ich befürchte, das wird das Glitzegleiche wieder sein. Dass er jetzt von 1 bis 3, von 1 nach 3 fliegt und von 3 wieder nach 1 fliegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders ist. Ich wüsste nicht, wie es aussehen soll. Wir schauen mal. Er fliegt zu 3, ganz normal. Er dreht sich wieder um. Fliegt wieder zu 1. Und wird da wahrscheinlich dann wieder das Gleiche tun. Wenn ihr wisst, was der Unterschied ist zwischen Kreis und Patrouille, schreibt es mir bitte. Ich würde es echt gern wissen. Ich habe keine Ahnung. Was das für einen Sinn macht. Ja, okay. Wir lassen das Ganze mal. Und da mir die ganzen Sachen hier auf den Keks gehen, nehme ich auch mal hier die ganzen GPS-Daten wieder raus. Was auch noch wichtig ist, ich kann euch mal anhand, ja doch, ein Beispiel habe ich noch für euch, bevor die, ja, die Zeit rennt schon wieder. Und zwar zum, ihr seht erstmal, ich habe gelöscht, aber die sind immer noch drin. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, ich zeige euch anhand des Beispiels von, nee, 6 ist scheiße, das ist da unten. Naja, wir machen mal ein neues, neu von aktueller Position, das ist die 7, das ist jetzt hier, wo wir stehen. So, wenn ich jetzt in die Remote Control diesen Wegpunkt einfüge, so, ist natürlich klar, wenn ich jetzt hier wegfliege, ich mache den Autopiloten an. Er fliegt jetzt ganz normal wie gewollt dahin und bleibt stehen. So, das ist Fakt Nummer 1. Ist klar. Das kennen wir schon. Das ist nichts Neues. So, jetzt aber verändern wir die Position dieses GPS-Signals auf beliebige Weise. Wir fummeln einfach da jetzt mal ein bisschen hier rum in den Koordinaten.
Und wir sehen, die Koordinate ist ein bisschen weiter oben. Aktivieren wir jetzt diesen Autopiloten, wird diese Koordinate nicht im Befehl ersetzt. Das heißt für euch wiederum, ihr seht ja, die Koordinate ist hier oben. Das Schiff fliegt aber genau dahin, wo es davor war. Das heißt für euch, wenn ihr in den Koordinaten rumfuscht und Koordinaten aber schon hier in Wegpunkten habt, müsst ihr das Ganze wieder entfernen und das Ganze hier wieder neu einziehen. Und siehe da, er nimmt den Wegpunkt, den aktuellen Wegpunkt wieder an und fliegt dahin wieder. So, das war es eigentlich grob erstmal zum Thema Autopilot. Mehr habe ich mit dem selber auch noch nicht ausprobiert. Vielleicht werde ich das mal in naher Zukunft tun. Der Vorteil, was daraus wieder ergibt, ist aber trotzdem eine sehr coole Sache. Ich hoffe, ihr erinnert euch an das Thema mehr Action. Wir haben ja von Martin ein Schiff, ein etwas größeres Schiff. Und das kann man jetzt hier mit dem Alcash auch natürlich auch nicht wirklich vergleichen. Und eventuell, wie gesagt, werden wir das so machen, dass wir dann in einer Folge dieses Schiff einfügen per Kreativmodus, das Ganze ein bisschen weiter weg von unserer Basis setzen und Martin und ich werden dann dieses Schiff angreifen. Mit welchen Schiffen? Auf jeden Fall wird dieser Jäger da wahrscheinlich dabei sein und eventuell werden wir dann auch ein etwas größeres Schiff haben mit automatischen Bewaffnungen und da kommt dann dieser Autopilot zustande, dass ich in den Jäger reingehe und die Fernsteuerung auf dem größeren Schiff wird einfach Koordinaten folgen. Wird nicht einfach sein, glaube ich, die Koordinaten zu setzen. Aber ich gebe mir größte Mühe, das irgendwie hinzukriegen. Und dann müssen wir eigentlich nur das Schiff auf die Koordinaten schicken. Und die automatische Bewaffnung kümmert sich um den Rest. Und ich glaube, das wird eine ziemlich coole Sache werden, wenn wir dann dieses Riesenschiff von Martin angreifen. Ihr könnt mir glauben, es ist nicht sehr klein. Und wie es dann weitergeht, ich denke, ja, wie gesagt, das Schiff werde ich dann nach und nach zerlegen. Demontierschiff werde ich auch holen, ich denke, ihr braucht das nicht sehen, wie ich ein Demontierschiff baue. Das ist eigentlich relativ unnütze. In der Basis müssen wir natürlich auch noch weitermachen. Wir haben immer noch weitere Quartiere zu bauen. Wir haben noch eine riesengroße Kantine zu bauen. Mein Geheimprojekt hinter der ganzen Geschichte hier ist auch noch da. Also es gibt noch jede Menge zu tun. Und wie es dann weitergeht, das seht ihr dann einfach in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß an der Freude. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben. Ansonsten schreibt einen Kommentar. Und wie gesagt, wenn ihr euch mit der GPS-Sache und mit diesen ganzen Fernsteuerungsgedöns, Autopiloten ein bisschen besser auskennt wie ich, schreibt es in die Kommentare. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt hier Space Engineers. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.